Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Und ihr seht gerade, Onkel Lou liegt am Boden. Ich habe keine Waffen. Los, verdammt! Ich habe keine Waffen mehr auf meiner Agenda. Na komm her, mein Freund. Und jetzt ist Feierabend, Kollege. Nö. Der Typ, ey. Also, Linke. Lecker. Gut. Müssen wir gleich mal auf die
Abschlussliste gucken. Ich sage gleich, wie es da aussieht momentan. Alle die Gonkluma-Kano abgeschlossen. Sehr schön. Wird auch Zeit, dass du kommst. Morgen früh wird die Stadt erfahren, dass ihr lieber Onkel Lou nicht da draußen in den Sümpfen gestorben ist, als sein Dampfer sank. Und nach Lous Tod wird Sal hektisch seinen nächsten Zug planen. Währenddessen übernehmen wir aber schon das Plauhaus, das Cistern und alle Puffs und Bars im French Ward. Ich habe getan, was du wolltest. Alle Läden in dem Bezirk laufen gut und bringen Geld ein. Jetzt musst du es nur offiziell machen, dann richten wir uns hier häuslich ein. Hör mal gut zu. Ich hab's nicht nötig, dir irgendwas zu beweisen. Zweimal hintereinander hast du jetzt jemand anderen bevorzugt. Und jetzt soll ich dir nicht mal helfen, diesen Bezirk zu erobern? Doch. Wird Zeit, mir zu zeigen, warum ich überhaupt hier am Tisch sitze. Zum Beispiel, indem du diesen Teil der Stadt mir überlässt. Ist okay, dass dir wer anders den Bezirk gesichert hat. Ich war ja noch mit dem letzten beschäftigt. Aber jetzt übernehme ich gern noch dieses Viertel. Überleg dir, wen du am Ende vom... Bist du auch nur so ein verlogenes, falsches Arschloch? Nein, die Haitianer kriegen diesen Teil der Stadt. Es gefällt mir einfach nicht, wie du mich andauernd links liegen lässt. Ey, du hast genug bekommen. Da fehlt dir ein bisschen der Respekt. Schon besser. Nur immer weiter so, Bruder. Was das? Ich hab noch was vor. Zeit wieder loszulegen. Hauen wir ab. Auch wenn wir dadurch natürlich weniger Kohle bekommen. Aber irgendwann muss auch mal die gute Cassandra noch was bekommen. So, das... Verringern durch. Wunderbar. So, wir sollen die Karte öffnen, um ein neues Ziel auszuwählen. Das sieht ja schon wieder deutlich besser aus. Was haben wir denn als Schönes? Als nächstes. Trifft dich mit Donovan. Und locke Santa Gilles heraus. So, dann machen wir das doch. Das wird der nächste Teil werden. Zeit, dass wir den Kollegen auch noch rausnehmen. Sieht doch gut aus bisher. Genau, was wollte ich eigentlich gemacht haben? Ich wollte auf die Abschlussliste geguckt haben. Wie sieht das mittlerweile so aus? Ja, uns fehlt noch ein Leutnant und ein Capo und dann haben wir den Big Boss. Also zwei Mann müssen wir noch killen. Ich vermute, dass dieser Sant'Angelo der nächste ist. Einer von den beiden. Ich vermute, dass das der nächste Capo sein könnte. Aber da fehlt immer noch ein Leutnant. Oder ist es ein Leutnant und wir kriegen. Ja, ich vermute sogar, dass es ein Leutnant ist. Weil das würde sonst keinen Sinn machen. Ihr will wohl, dass ich einen Herzanfall bekomme. Nö, eigentlich nicht. Es würde keinen Sinn machen. Oha! Das Taxi kam ja gerade richtig angeschossen. Ich will auf die Steinten. Ja, scheiß auf die Karre. Warte mal, da hinten muss ich auf jeden Fall eben kurz... mal das Ding holen. Sag mir, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Gar nicht. Gib mir das Geld, was ich habe. Ah, für $44, welche Überraschung. Ich will nur kurz eben... Außerdem, das hält diesem alten Knacker Ärger vom Hals. So. Oh!
Wieso, klar. Ja, komm, fahr dann. Dann halt nicht. So, dann fahr ich hier kurz in das Diner. Das hat nämlich auch noch einen. Nur die erste Hilfekästen holen eben. Moment. Kann ich das da anfahren? So, da ist er. Auf der Toilette macht nämlich am meisten Sinn. Zack. Wunderbar. Dann haben wir das soweit auch erledigt. Wir haben ja zweimal Heilung. Oh, die beiden, wie gesagt, bald sind wir durch mit dem Wettbewerb. Danach geht's los mit World War Z. Wir gucken doch, was aus Nachfolge für Metro Exodus passiert. Wenn das irgendwann mal durch ist, aber da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Also wie gesagt, da wird doch nicht so schnell alles durchgehen. Aber jetzt erstmal ein bisschen Mafia 3. Wir sollen San Angelo herausfordern oder herauslocken. Um ihn zu erledigen. Und dann ist der Weg bald zum großen, großen Boss frei. Gut. Und ob wir den hier finden, das sehen wir genau im nächsten Part. Tschüss.